Ahoi, ihr Landratten, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4. Da sind uns direkt Piratenjäger auf den Fersen und wir wollten uns natürlich auf den Weg zur nächsten Mission machen. Ihr habt sicherlich noch in Erinnerung, wenn ihr die letzte Folge natürlich verfolgt habt, die sehr effizient war. Da haben wir eigentlich ziemlich viel Kohle gescheffelt und auch mal unsere Breitseitenkanonen ein bisschen ausgebaut. Und eigentlich ist es ja fast Verschwendung für den Piratenjäger, was soll's. Der wird sich zweimal überlegen, uns danach anzugreifen. Und jetzt hier, da hat man die Breitseitenkanone, der ist die neuen. Ah, ist schönes Gerät, gefällt mir. Guck mal hier. Und bam. Die hätten wir. Die wären Geschichte. Da wäre Schicht im Schacht. Nichts mehr mit Piratenjägern und so. So, wir könnten jetzt natürlich eigentlich entern und dann theoretisch, ja, ihr wisst Bescheid, hier irgendwie Bekanntheitsgrad verringern. Aber was soll es? Also dieses Investment in die Breitseitenkanonen, das hat sich rentiert. Ganz klar. Und ich finde es immer cool. Oh, schon wieder unser Wal, der Freund. Unser Freund der Wal. Wir müssen ja eigentlich auch nochmal Wale jagen und all sowas machen wir natürlich alles noch. Aber ich finde es halt immer cool, wie sich auch der Charakter so entwickelt mit der Zeit. 8000 Meter ist das Ziel noch entfernt. Also können wir natürlich eine Schnellreise machen. Ich hatte ja gesagt, wir machen uns auf den Weg zur nächsten Hauptmission. In der nächsten Episode. Und eigentlich wollte ich damit ja auch weitermachen. Segel setzen! Aber ganz ehrlich, hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil ich da noch Bock hatte, irgendwie den Weg zu segeln. Und ich hatte ja auch eine Umfrage gemacht. Und da habt ihr gesagt, ja, ist doch eigentlich cool, wenn wir den Weg auch lang segeln und du ein bisschen Abenteuer machst. So, vor einigen Folgen war das. Warum können wir den nicht... Ach so, unser Crew ist voll, aber ich wollte den Typen gerne retten. Der war im Sturm und so, der Arme. Auf dem Weg brauchen wir nämlich so oder so noch ein bisschen Metall. Zucker jetzt leider nur, aber den können wir immerhin verscheppern. Bringt ja auch ein bisschen Asche. So, und den können wir hoffentlich retten hier. Screw-Mitglied. Ja, rein damit. Und dann volle Segel. Durch den Sturm, der glücklicherweise noch nicht mit Riesenwellen geendet ist. Oder der zum Glück noch keine Riesenwellen verbreitet. Oder Windhosen oder so. Ich meine, diese Wirbel muss jetzt auch nicht kommen. Ah, da betreten wir Sperrgebiet. Und da sehe ich auch noch eine Unterwassermission. Machen wir natürlich auch noch alles. Ich weiß, wir sind in den letzten Folgen ein bisschen viel gesegelt. Werden wir dann auch bald ändern. Aber man kann es halt auch nicht jedem recht machen. Und ihr wisst ja Bescheid, wir haben den Plan momentan, unsere Jackdaw ein wenig aufzurüsten. Und falls ihr gerade zuschaltet und Assassin's Creed noch gar nicht so oft geschaut habt hier, die Jackdaw, das ist unser Schiff und nicht in etwa ein diebischer Vogel. Oh, ich glaube, das ist dumm, was ich gerade mache. Das hängt natürlich davon ab, was die gelagert haben. Das Kriegsschiff, nee, vergess es. Ich meine, wir haben jetzt theoretisch die... Ja, wir hätten theoretisch genügend Stuff am Start. Okay, die HMS Dragon, was soll es? 49, das ist auch noch so ein richtig dickes Kriegsschiff. Ich probier's. So, ich muss mal gerade gucken, weil ich rase da auf die Klippe zu. Ich muss auf jeden Fall schnell unterwegs bleiben. Wow. Gefährliche Nummer gerade. Gefährliches Manöver. Wie viel Schaden machen wir dem? Komm schon, Mörser, komm schon. Feuer! Immer noch Fettschaden. Okay, ich glaube, wir kriegen es nicht platt. Aber ich probier's. Vielleicht scheitere ich. So, Reisegeschwindigkeit. Wir müssen jetzt echt klug reagieren, weil die... Das, Alter, Schwede. Das Mauserfeuer von denen muss ich nicht haben. Ach du Scheiße, vergess es. Die Kriegsschiffe sind leider doch noch zu stark. Oder? Wir wurden touchiert! Feuer! Ich glaube, es wird nichts. Ich glaube, ich muss es verlassen. Und ich knalle hier noch gegen ein anderes Schiff gerade, das jetzt auch noch mich angreifen will. Ich bitte dich. Das kann ja wohl jetzt nicht die Wahrheit sein. Oh mein Gott, und ich rasse mitten durch das Mörserfeuer. Ich muss flüchten mal wieder. Ach du heiliger Bimbambino. Die Desynchronisation steht kurz bevor, wenn das so weitergeht. Schnell weg hier. Ah, was für ein fataler Angriff. Und da kommt noch voll Verstärkung und alles. Boah, das ging voll in die Hose. Vor allem drei britische Schiffe und ein Kriegsschiff. Und die sind alle hinter uns her.
Also ganz ehrlich, wäre das eine Schiff geblieben, das Kriegsschiff, hätte ich es noch probiert mit irgendwelchen wendigen Manövern irgendwie. Aber so macht das absolut keinen Sinn. Oh, guckt's euch an! Es war aber auch ein starkes Kriegsschiff, ganz klar. Stufe 49, glaube ich. Ach du Scheiße, die erwischen uns hier tatsächlich noch. Ich kann mir momentan keine Sperenzien erlauben, Freunde. Aber ich glaube, wir sind aus dem Sperrgebiet raus. Boah. Puh. Wie übel war das denn bitte? Steuerbord, treib gut! Oh, nehmen wir das mal mit. Was haben wir da? Eine Fregatte. In unserem aktuellen Zustand können wir nicht mal uns daran wagen. Es sei denn, wir warten ziemlich weit hinten. Doch, wir probieren es. Komm, wir probieren es. Aber nicht, wenn ihr uns voll von der Breitseite hochnehmen kann. Das macht wenig Sinn. Das Problem ist, die anderen Schiffe sind auch noch gewissermaßen hinter uns her. So, das ist perfekt. Komm, wir haben noch ein paar Mäusergeschosse. Oh, die ist auch ziemlich stark. Sind bereit, Sir! Das ist kein leichtes Ding. 29er. Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Man kriegt natürlich auch immer eine Einschätzung vom Spiel. Feuer! Verdammt daneben! Feuer! Fuck, das hat doch gesessen, oder? Ne, der war ziemlich schlecht geschossen. Ich kann mir nicht erlauben, den Mörser-Power zu verballern. So, probieren wir es jetzt mal auf die Eisenbahn. Feuer! Alle Segel raffen! Feuer! Okay, jetzt müsste es eigentlich noch ein guter Treffer. Komm, wir können uns nichts erlauben. Mörser. Scheiße. Ach, was für eine üble Aktion. Jetzt aber! Wow! Und wie wir die entern werden. Wir brauchen das Schiff unbedingt, um unser Schiff zu reparieren. Mittlerweile sind noch gut viele Piratenjäger hinter uns her. Oh, oh. Was ist das denn für einer? Das könnte gefährlich werden. Aber wir probieren es trotzdem. Wir müssen die entern. Wenn das Kriegsschiff danach hinter uns her ist, haben wir ein Riesenproblem. Boah, unsere Jackdaw hat gut was abbekommen. Kein guter Einstieg hier. Hatte ich schon besser. Kriegsschiffe nehmen einen echt noch hoch. Da sind wir einfach noch zu schwach. Man sieht das natürlich auch an der Markierung. Die werden ja rot markiert. Mit der Flagge zerstören habe ich es auch nicht so, ehrlich gesagt. Und danach wird sich natürlich direkt das Kriegsschiff auf uns stürzen, so wie ich das sehe. Komm schon, ich krieg den Winkel nicht so weit rum. Ah, das nervt. Okay, dann kriegst du es jetzt ab, Bursche. So, und du auch noch. Haben wir nicht hier irgendwo ein Pulverfass? Ah, war ein ganz schlechter Angriff. Also, irgendwie bin ich heute nicht so fit. Vielleicht gehe ich direkt mal hoch und probiere die Flagge zu zerstören. Lass mal erstmal meine Jungs hier fighten. Wenn ich gerade eh schon hier bin. Mal ein neuer Versuch. So, er kann dran glauben. Scheiße, die ist da drüben. Da komme ich ja gar nicht mal eben so dran. Muss ich erstmal den Schützen jetzt hier eliminieren. Möglicherweise haben wir eigentlich genügend Crewmitglieder, um dass die den Kampf theoretisch vielleicht sogar selber stellen könnten. So, er hat einen schönen Kopfschuss verpasst bekommen. Ach, shit. Da muss ich auf der anderen Seite hoch. Einmal wieder runter, bitte. Na, geht's euch gut hier unten? So, jetzt kümmere ich mich einfach mal um die Flagge. Interessantes Entermanöver, vielleicht spart das Zeit. Weil ganz ehrlich, so ein paar Crew-Typen, die kosten ja auch nur 150 Real. Da kann ich ja ruhig ein paar verlieren von, während ich mich hier um die Flagge kümmere. Zappalot, wie der Pirat sagen würde. Arr! Oh. Das Ziel ist auch nicht unbedingt näher gekommen. So viel dazu, der Sarazza macht heute Hauptmission. So, die Flagge wäre weg. Flagge von Britannien. Jetzt will ich natürlich kein Risiko eingehen. Und lass mich hier lieber runter. Man lasse mich hier runter. Wow. Gar nicht so leicht hier. Bin froh, dass ich das nicht echt machen muss. So, jetzt einmal hier. Schwubbeli.
Dann kommen wir runter und müssen noch 3 killen von denen. Na, wer will denn noch? Hm? Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Ja, vielleicht nehmen wir auch mal die Pistolieros hier. Zack, und da haben wir sie erledigt. Mit einem schönen Gesichtstreffer. Wichtig jetzt natürlich, dass wir daran denken, unser Schiff zu reparieren. Und Metall können wir natürlich auch gebrauchen. Jack doch reparieren. Auch wenn es ein schöner Kahn für die Flotte wäre. Aber die Kriegsschiffe sind einfach noch zu stark. Und da sieht man natürlich auch, die legendären Schiffe werden wir auch nicht einfach so platt bekommen. Ich meine, die Kriegsschiffe kann man vernichten, aber nur wenn die alleine sind. In diesem Gewässer wird das nichts. Jetzt haben wir natürlich auch wieder nur noch 3 Mörser geschossen, was natürlich ein kleiner Witz ist. So, und jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Dass, wenn die uns erwischen würden. Was ich eigentlich auch cool fände, wenn man jetzt sich einfach an das Kriegsschiff ranmachen würde und das dann irgendwie entern könnte. Das fände ich irgendwie cool. Ach, wisst ihr, was ich mache? Komm, da vorne ist doch eine schöne Tauchmission. Und da wir jetzt in der letzten Zeit auch so wenig Tauchmissionen hatten und bis ich da ankomme, da vorne bei der Mission, wird eh noch Zeit vergehen. Deswegen. Diese Gewässer werden gut bewacht. Alle aus der Großbergen! Werden wir hier einfach mal andocken im Sperrgebiet. Unter Wasser gehen in die Tiefe. Freue ich mich irgendwie immer. Aber die Unterwassermissionen sind ja gar nicht so meins. Ich bin ja eher schlecht in denen, aber. Das blaue Loch. 7 Truhen gibt es hier angeblich. Puh. Da vorne mache ich schon wieder Haie aus. Gibt auch keine ohne Haie, glaube ich. So, da werfen wir erstmal natürlich wie immer einen Blick auf die Karte. Eieiei, da sind wir ganz schön weit entfernt. Uff. Das ist richtig schwer. Da hinten die Truhe ist wahrscheinlich die wertvollste. Ich setze mir da mal den Marker hin. Nein! Was mache ich da für einen Scheiß? Ich will natürlich nicht zum Schiff zurückkehren. Ich wollte euch das natürlich nochmal zeigen, gerade mit der Tauchglocke. So, und jetzt müssen wir da wieder ransegeln. Was ist das denn? Was mache ich denn hier wieder, Captain, ey? Ist am Ruder. Verdrückt man sich ein, zweimal. Oh, da hinten kommt Piratenjäger. Wir sollten uns beeilen. Herr Segelmänner! In die Wanden alle segeln! So, und jetzt nochmal bitte. Sorry. Ich entschuldige mich demütigst, aber die Animation ist natürlich auch super cool. Und das stimmt sogar wirklich. Ich finde, das sieht ziemlich fett aus. Auch wie diese Luft da noch drin bleibt in dieser Tauchglocke. Und so musste man damals wirklich tauchen. Und irgendwann gab es ja dann die ersten Tauchanzüge, wo du irgendwie so einen Schlauch hattest, der da nach unten ging. Diese lustigen Tieftaucheranzüge, das war echt noch eine krasse Nummer. So, wir tauchen einfach mal ab. Das sind 151 Meter. Das sind super viele Haie. Ist das Blut da hinten? Muss irgendwie runterkommen. Schön mal einmal ins Gebüsch bitte hier. Damit die uns schön in Ruhe lassen. Und jetzt können wir wieder hoch. Einmal hier runter. Hier ist doch der erste Schatz. Hoffentlich können wir uns den jetzt auch in Ruhe schnappen. Na, leider nur ein kleiner. Geldgewinn eher geringfügig. Okay, jetzt hier schnell interagieren. Und dann direkt zum nächsten Schatz. Tief abtauchen am besten. Ich hoffe, der ist. Man sollte sich die Schätze auf. Alter Schwede, da greife ich gleich einen Hai an. Wenn ich jetzt zurückgehe, greife ich mich direkt einen Hai an. Ich wusste es. Dieses Kackvieh. Aber ich musste mir den Schatz markieren kurz. Komme ich hier durch? Nein, ich komme da nicht durch, oder? Autsch! Ich werde draufgehen, wenn das so weitergeht. Oh, Backe. Nein, die sind aber auch kackenschwer, die Unterwassermissionen. Muss ich sagen, liegen mir irgendwie nicht. Nein, wo ist der Schatz zur Hölle? Komm schon, der kann mich doch nicht sehen, gerade der Hai. Fuck. Vielleicht ersaufe ich wieder oder so. Na, die liegen mir echt nicht. Dann nehmen wir den Schatz halt mit. Jetzt müssen wir uns natürlich aber auch um den Atem kümmern, ein bisschen. Das Problem ist natürlich auch, dass die anderen Fässer weggehen und nicht ewig bleiben. Das heißt, wir können nur zu unserer Tauchglocke zurück, aber die ist sauweit entfernt, was es nicht gerade leichter macht, hier die Nummer.
Boah, alter Schwede. Ein Fragment? Ich krieg das niemals alles. Vor allem, weil... Ich werde ersaufen. Ich muss schnell zurück. Ganz schnell sogar. Auf zum nächsten Fass. Ich kann mir das im Moment gar nicht erlauben, jetzt hier irgendwie so ein paar Spirenzchen zu machen. Oh nein. Oh nein. Der Hai hat mich auch noch gleich. Wo ist das Fass, Säule? Da unten. Boah, ist sauknapp. Sauknappe Nummer. So, und jetzt einmal noch kurz Pause drücken und das Fass daneben markieren, weil ohne Markierung wird das gar nichts. Das ist übelst schwer. Wir müssen theoretisch jetzt das Fass holen. Das Fass, die Truhe. Und dann nur darüber die Truhe schnell holen und dann zurück zu dem Fass. Dann hier irgendwie rum, dann zurück zu dem Fass und dann zurück. Das wird... Ich werde draufgehen, auf jeden Fall. Also ganz klar. Und da noch ein Moränchen. Ach, voll rein. Super in die Pampe, diese Scheißviecher aber auch, ey. Wo ist es? Jetzt, ich will meinen Schatz haben hier, für den ich meinen Arsch riskiere. So. Komm schon her. Und das war noch der Kleine. Nein. Mist. Komm schon. Wir haben noch keinen Atem. So, kurz wieder auf die Karte. Ist super wichtig, elementar. Würde ich beinahe sogar sagen. Jetzt will der Hai uns da ans Leder. Ich hoffe, das ist die... Oh, wir kriegen den, glaube ich, nicht abgehangen, oder? Ist gefährlich nah, der Schweinepriester. Puh, das war knapp. Das ist wieder eine Moräne. Wie können wir die denn umboxen? Können wir die nicht irgendwie... Wir müssen einfach drumherum. Wir dürfen einfach nicht rein. Ein Plan! Das blaue Loch. Was ist das für ein Plan gewesen? Das würde mich interessieren. Ich komme jetzt einmal hoch. Und hier rüber. Direkt wieder die Karte aktivieren. Oh Mann, das ist so spannend. Da vorne ist das nächste Luftfass. Da müssen wir hin. Bis wir da sind, ist es eh aufgebraucht, unsere Luft. Irgendwie in das Wrack da reinkommen. Mann, 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 Mann. So, und schnell das Luftfass hier. Das können wir dringend gebrauchen. Einmal schnell auf die Karte wieder. Da sparen wir ein bisschen Zeit, auch zum Bedenken. Jetzt müssen wir theoretisch direkt hier rüber und diese beiden Truhen holen. Dann zu dieser... Mann, das klappe ich. Das klappt nicht. Ich hoffe, wir finden da... Also die mit dem Plan haben wir jetzt ja natürlich. Was schon mal sehr gut ist. Ohne Markierung läuft hier auch gar nichts. Weil man nicht weiß, in welcher Höhe der Schatz ist. War schon vor Anfang an mein Fehler. Mann! Diese gottverdammten Biester. So, jetzt hier das Teil. Komm. Der darf mich noch gar nicht mehr sehen. 1000 Real. Geil, das war die ordentliche Schatzkiste. Vielleicht kriegen wir den anderen auch noch. Ich gebe mein Bestes, meine Lieben. Aber wo ist der nur? Nein, nein. Einmal kurz lieber, ganz kurz, wirklich. Das sollte man, diese Zeit sollte man sich nehmen. Und wissen, wo schwebt das Ding überhaupt rum? 9 Meter? 10 Meter? Wo ist das? Da vorne. Okay, und jetzt die letzte Truhe. Die holen wir uns auch noch. Schaffen wir irgendwie. Uff, seht ihr diese Blutflatschen? Die mich nicht gerade beruhigen. Okay, runter. Uff, salalalala. Noch ein Haiangriff könnte ins Auge gehen, muss ich dazu sagen. Da ist noch eine Moräne. Ach Mist. Scheiße. Ich wollte da nicht reinrasseln, aber die sind auch so gut getarnt, die Viecher. Oh, wo ist jetzt diese verkackte Truhe? Wir haben zum Glück da ein Luftloch. Beziehungsweise ein Luftfass. So, wir haben alle Truhen. Das ist ja unglaublich. Ich hab's geschafft. Wahnsinn. Ich bin echt überrascht von mir selber gerade. Mit ein bisschen Konzentration klappt das dann auch. So, und jetzt zurück zur Tauchglocke. Sofern wir das noch überstehen. Kurz markieren. Ihr wisst Bescheid. Ich muss es nicht mehr erklären. Die ist aber weit weg. Also, dass wir das hier geschafft haben, die Charlotte-Nummer, in dem schweren Gebiet, ist nicht verkehrt. Ich bretter jetzt einfach weiter hier durch. Komm schon, der muss mich doch... Wie viele Haie sind da hinter mir her?
sind viele hinter mir. Und da vorne ist die Tauchglocke. Ein Haiangriff kann ich aber vertragen. Im Notfall. Puh. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind heile oben angekommen, haben alle 7 Truhen. Wahnsinn. Boah, ich muss erstmal durchatmen gerade. Ein Plan. 1000 Real. Man kann sich nur nicht darauf konzentrieren. Oh, da kommen schon die Nächsten direkt. Seht ihr das? Ach, das blaue Loch. Was waren das denn für Pläne, die wir da gefunden haben? Elite-Kanonenbestückung, jetzt in der Kapitänskajüte. Das hat sich ja mega gelohnt. Wahnsinn, richtig geil. Okay, wir müssen jetzt schnell aus dem Sperrgebiet hier raus. Ganz schnell sogar. Jetzt zeigt es! Na komm, euch nehmen wir so, Feuer! Oder? Feuer! 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 So, der erste, wer kennt da bereit? Und wir werfen mal hier. Oh, was mache ich hier für einen Schwachsinn? Ich wollte eigentlich Feuerfässer loswerden, hab mich außerdem verdrückt. Bin dann auf den Mörser gekommen. Langsamer werden und Feuer! Und nochmal. Ist doch nicht euer Ernst, oder? Das ist ihr Ernst. Feuer! Bereit zu feiern, Sir! Feuer! Feuer! Fuck, wir kriegen uns tatsächlich noch. Nicht schlecht. Komm schon, Feuerfest in die Luft. Wunderbar. Ja, yeah. Und das war's. Und was machen meine alten Augen da aus? Am Strand. Noch ein Schatz. Die Piratenjäger. Das sind welche. Feuer! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Präsentieren Sie sich uns! Lassen Sie dafür bezahlen! Bereit zum Feuern, Captain! Es sind aber auch viele gewesen mittlerweile, also so langsam steigt das wirklich an. Ich glaube, wir sollten bald mal dafür sorgen, dass... Oh, Metall, wie geil. Metall, da muss ich mal gerade gucken, wenn wir über 300 Metall haben. 299 ist ja wohl ein Scherz. Mal ganz ehrlich. 299 Metall kommen die mir hier mit an. Dann probiere ich mal mit den Frontkanonen zu erwischen. Ah, komm, wir kommen immer näher, wir haben ja Zeit. Guck mal, wie die erwischen. Tatsächlich. Sehr geil. Das gefällt mir. So, und da vorne sind wir gerade ganz knapp aus dem Sperrgebiet raus. Und da bleiben wir auch draußen. Und segeln hier vorbei. Eine Fregatte mit Rum und Zucker. Und auch nur Rum und Zucker. Können wir alles nicht gebrauchen. Weiter geht's. In Richtung Missionsziel, ganz klar. Das würde ich irgendwann nochmal gerne schaffen. Was haben die? Holz und Stoff. Bringt uns jetzt alles nichts. Brauchen wir gar nicht mit denen reden. Obwohl, reden würden wir ja sowieso nicht. So, den Schatz am Strand habe ich jetzt natürlich vergessen. Aber den hier schnappe ich mir mal gerade. Komm. Ein bisschen Geld kann nicht schaden. Von Backbord, Sir! Schiffbrüchiger! Schätze, er lebt noch, Sir! Rahm und Marssegel fest, Zurren! Obwohl das natürlich auch immer nur Geldgewinne von 300 sind. Aber in der Folge haben wir jetzt schon wieder ein paar Moneten gemacht, ganz klar. Vor allem dank diesem super... Oh. Moment, hier muss ich mal gerade stehen bleiben. Wir nähern uns den Felsen, Sir. Nee, alles cool. Ich habe super eingeparkt, würde ich das mal nennen. Echte Segelschiffe lassen sich natürlich genau so einparken. Aber das wäre auch ein bisschen ätzend, ganz ehrlich. Wenn man jetzt irgendwie... den Wind kreuzen müsste und all sowas, hatte ich ja schon mal angesprochen. Ich glaube, das wäre nicht so prickelnd. Und ich glaube, ich würde so oft gegen eine Insel ballern oder was auch immer. Aber süße Insel hier gerade, oder? Ich mag diese kleinen Eilande. Von Island, Island passt natürlich auch sehr gut zusammen, das Wort. Es ist wie der Fürst und der Dachfürst. Der Erste. Irgendwo sind da doch sehr, sehr viele Sprachsymbiosen
Im Englischen und im Deutschen, ganz klar. So, und machen wir hier auf. Ah, die unkarierten Truhen, also ganz ehrlich, lohnt sich nicht wirklich. Lohnt sich nicht so richtig. Ist jetzt nicht so die geilste Nummer. Wollen wir wieder rauf. Auf die gute Jackdaw. Eine kleine Plunge-Aktion mal zwischendurch. Hatten wir auch lange nicht mehr. Oh, da haben wir wen umgelaufen. So, und wir haben jetzt echt, uns fehlt jetzt ohne Scheiß noch ein Metall. Das kann doch nicht sein. Sonst könnten wir uns die neuen Drehbassen holen. Und ich meine ganz ehrlich, ist ja wirklich so, die Breitseitenkanonen haben schon gut dazu beigetragen, dass wir aus so einer Nummer rauskommen. Ich glaube, die Schiffe sind jetzt immer noch dieselben, oder? Rumzucker. Schwere Kugeln, Holz, Stoff. Die bekämpfen sich da, aber die haben alle nur... Ah, ich brauche Metall. Also wird erstmal weiter gesegelt. Und da müssen wir echt, eigentlich das Schiff hätten wir mal entern sollen. Dann wären wir wieder ein bisschen frischer dabei. Das mache ich dann beim nächsten, das Metall geladen hat, weil das werde ich ja so oder so entern. Ups, ich wollte eigentlich die Schnauze halten. Aber hier werden wir nicht weit kommen. Und die Kreuzkopfsegel ein. Alle Segel, Bewegung! Wir halten den Wind so gut sie es kann. Cooler Song, ich mag diese Shanties auf jeden Fall. Aber jetzt werde ich auch mal wieder quatschen, weil, ja, deshalb halt. Ist ja ein Let's Play. Obwohl man da auch immer gerne so ein Shanty laufen lassen kann. Ich werde natürlich noch Drunken Sailor und sowas, wird alles noch durchgespielt hier. Aber wir werden ja auch noch viele andere Shanties kennenlernen. Und ich finde es halt echt geil, auch, dass sie sich die Mühe gemacht haben, hier diese hysterische Musik zu implementieren. So, den haben wir gerettet. Wir sind ja keine Unmenschen. Rum Zucker, Mann. Oh, das sind Kriegsschiffe, so oder so. Viel zu hoch für uns. Da kriegen wir unser eines Stückchen Metall auch nicht irgendwie. Das kann doch nicht sein, dass ein Metall fehlt. Naja, wir begeben uns einfach mal weiter. Natürlich wollte ich die Karte wieder öffnen in Richtung Missionsziel. Wie weit ist denn das noch entfernt? So weit ist es ja gar nicht mehr. Wir müssen ja am besten an den Inseln vorbeisegeln. Lustige Koordinaten. 1.13, 1.13. Ach du Scheiße, hier geht's wieder durchs Sperrgebiet. Was haben wir da vorne? Komm, hab bitte ein bisschen Metall für mich. Ja, 130. Mega. Und das ist nur eine Brick. Die hole ich mir, aber ganz schnell. Ich habe nur keine... Ich habe nur keine Mörser. Hm. Vielleicht hole ich mir die dann doch erst später. Um mir nicht meinen Hals zu riskieren. Weil wir sind ja schon stimmlich geschwächt, ne? Ich probiere es, komm. Ja, ist hier am Schwächen. Einhol! Feuer! Boah, wir machen zu wenig Schaden ohne Mörser. Ganz ehrlich. Feuer! Warum treffen wir die nur so nett? Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Jetzt geht es Zoll Segel! Einmal in Deckung gehen. Gebt den Wind ab! Benutze den Mörser! Captain, klippen wir jagen die jetzt hier durch. Wie cool ist das denn bitte? Wir sollen hier langkommen und wir verstecken uns hier. Schade, dass wir nicht die Mörser haben. Aber hier ist sowieso so eine Art Barriere. Dank den Feuerfässern. Wollen wir auch noch ein paar mehr dahin legen. Segelreft raus aus der Böe! Feuer! Segel auf, Männer! Feuer!
Feuer! Na, so können wir wenigstens entkommen. Feuer! Du musst ausweichen, sie will uns rammen! Ah, die wollen uns rammen, da bin ich Locker gespannt. Trimmen, ich glaube, wir sollten jetzt hier raussegeln. Achtung, Einschlag! Alles Einschlag? Hab ich irgendwas verpasst? Muss ich manchmal reden? So. Hier hinterlassen wir noch ein paar Feuerfässer. Zur Überraschung. Ach nö. Das fehlt uns jetzt wirklich. Ey, wir brauchen dringend wieder Mörser. Das muss in der nächsten Folge irgendwie gewährleistet werden, dass ich da wieder Mörser im Gepäck habe. Sonst kriegen wir die Metalle nie. So, was haben wir denn da für Typen? Oh, die haben auch Metall. Und richtig viel davon sogar. Shit. Die kriegen die wahrscheinlich gar nicht. Fuck. Das war nicht gut. Warten auf dein Zeichen! Warum machen wir nur so wenig Schaden, so höllisch wenig Schaden? Feuer! Ihr Ärger da draußen, Captain! Reißt uns in Stücke! Mann! Feuer! Das gibt's doch gar nicht. Das hier nicht genug Platz. Feuer! Sie präsentieren sich uns! Feuer! Pam! Er hat auf jeden Fall gesessen und die haben es nicht geschafft, uns zu rammen. Aber die kleinen Kanonen sind nicht so tragisch. Komm, das Gefecht, auch wenn wir jetzt im Nachteil sind, stark geschwächt. Feuer! Captain, ein paar Treffer Feuer! Hier! Wurden getroffen, Sir! Komm schon, wir brauchen das Metall! Feuer! Ja, Captain, da sind sie am Empfinden! Sehr schön! Dann schnappen wir uns an den Kleinen. Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Bereit zu schießen, Sir! Haha, guter Treffer! Oder nicht? Warum kam der in Zeitlupe? Ich dachte gerade, ich hätte die so gut anvisiert. So, und die versenken wir. Da, Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Obwohl, eigentlich hätte ich die nicht versenken sollen. Shit. Eigentlich hätte ich hier alle beide entern sollen, aber den anderen entern wir und den nutzen wir dann zur Reparatur unseres Schiffes. Wobei wir natürlich auch mal den Bekanntheitsgrad verringern könnten. Ich freue mich jedoch sehr darüber, dass wir es tatsächlich noch gebacken bekommen haben, dieser Folge dieses Metall zusammenzukriegen. Aber nichts geht über den Mörser, ganz klar. Und vielleicht investieren wir sogar noch stärkere Mörser, damit wir nicht so viel Mörser-Munition verprassen müssen. Der Rammsporn soll ja auch extrem gut sein, aber ich komme zu selten dazu. Ich kämpfe lieber auf Reichweite, ganz ehrlich. So, und wir benutzen jetzt mal schnell das Ding hier. Haben wir schon geplättet. Was haben wir hier? Da vorne macht sich auch noch einer gemütlich an der Ecke. Will nicht kämpfen, offensichtlich. Ach, es kann doch nicht sein, dass es den verfehlt hat. Wie schlecht. So, und nochmal rein hier. Und einmal ins Pulverfass vielleicht. Ach, können wir nicht mehr. Müssen wir noch zwei erledigen? Das kriegen wir auch noch hin. Er hat auch gelacht. So, ich kämpfe heute mal wieder mit den Schwertern. Oder vielleicht gar nicht mal. Vielleicht kämpfe ich einfach mit den Pistolen. Genau, kurzer Prozess. Sehr schön. Krass. Perfekt. Was soll mit dem Schiff geschehen? Wir müssen die Jackdaw reparieren, obwohl der Bekanntheitsgrad natürlich auch nicht schlecht wäre. Aber das kriegen wir sicherlich auch noch hin, wenn ich dann mal irgendwie in der nächsten Folge anlege oder so. Ansonsten, ja, haben wir das Metall zusammen und ich würde sagen, in der nächsten Episode gehen wir dann mal shoppen. Bis dahin. Da haben wir zum Ende nochmal einen richtig harten Kampf geschlagen und wir sind tatsächlich siegreich hervorgegangen. Perfekt, denn nun haben wir wirklich das Metall zusammen und vielleicht können wir die Drehbassen jetzt uns kaufen. Ich glaube, für die Mörser brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ich bin gespannt, was uns da erwarten wird.